Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wenn du im Hintergrund mein Handy mit WhatsApp hörst, das ist mein Bruder Erik, der unbedingt eine Nachricht von mir haben will. Obwohl wir jetzt schon Viertel nach 11 am Abend haben. Ich hatte bis jetzt einen gut gefüllten Tag und zwar hatten wir heute unsere Jahresabschlussfeier und Vorstandssitzung von unserer Partei hier im Kreis. Und die war ganz friedlich, haben meine Zimtsterne gegessen, alle haben sie gemocht. Und wir haben sogar noch neue Kekse mit nach Hause bekommen. Aber ich mache jetzt noch nicht Schluss für heute. Und zwar will ich mit dir zusammen in den Keller gehen und gucken, was da noch so an Weihnachtskram gegebenenfalls ist. Ich habe ja vor 2 Tagen erzählt, dass da noch was sein könnte, aber wir eine Menge wegschmeißen mussten durch unseren Zusammenzug vor 5 Jahren. Ja, so lange ist das, glaube ich, schon her. Oh, das nervt langsam. Kennst du diese ungeduldigen Kinder oder Jugendlichen, die ganze Zeit irgendwelche Fragen oder beziehungsweise Fragezeichen und Buchstaben schicken, damit man ihre Nachrichten beachtet oder irgendwelche Anrufe machen, nur damit man das Handy bemerkt und so? Ich bemerke das Handy ganz klar, aber ich ignoriere es gerade, weil ich dir was erzähle und das ist dem Erik egal. Ich muss immer sofort antworten, das ist mein jüngster Bruder. Naja, okay, gehen wir jetzt gemeinsam in den Keller, obwohl ich schon ordentliche Gelenkschmerzen habe. Ich musste mich halt gerade ein bisschen zwingen, vom Sofa aufzustehen. Aber ich habe immer noch den Ansporn, jeden Tag was hochzuladen. Und ich habe halt jetzt schon, wie gesagt, seit 3 Tagen vor, eigentlich mal zu gucken, was da so ist. Und sich nur zu fragen, ja, was ist denn da so, statt zu machen, ist dann doof. Ja, deswegen gehe ich jetzt in den Keller. Und es ist gerade dunkler geworden, weil ich das My Beauty Light ausgemacht habe. Entschuldige für das absolut grottige Licht. Aber es ist halt, wie gesagt, schon extrem spät. Ich werde mein Handy mitnehmen. Passt das irgendwo in den Ausschnitt? So. Stativ. Extrem seltsam, zu so später Stunde noch hier runter zu gehen. Ganz ruhig hier. Ab in das Gebüsch. Mini-Keller. Scheiße. Also hier muss ich erstmal alles freiräumen. Das steht fest, so kann ich nichts finden. Okay, jetzt zu dieser Zeit macht es keinen Sinn, weil ich würde ganz viel Lärm veranstalten und ich lasse es dann doch besser, dann mache ich das besser morgen, wenn ich morgen Reserven dafür habe an Kraft und alles, weil morgen müssen wir zur Tafel. Ich zeige dir mal einmal, wie es da aussieht. Man kommt an nichts. Hier siehst du die ganze Misere, hier kommt man gar nicht durch. Und dann stößt man auf die ersten Hindernisse da unten. Das sind größtenteils Sachen von Manfred. Das sind alles Kisten mit Büchern von ihm. Und irgendwo in meiner Hoffnung sind Sachen von mir. Und zwar nämlich meine
Christbaumkugeln und anderer Dekokram zu Weihnachten, aber heute mache ich hier zu viel Lärm. Wir haben jetzt gleich schon 11:30, also lasse ich das jetzt an dieser Stelle. So eine Scheiße, aber dass ich das jetzt doch nicht machen kann. Ich hatte so eine Idee und so. Die sieht man überhaupt gar nicht in der Kamera. Hä? Handy wieder raus und machen wir mal besser den Ton aus. Ach, Erik, hör auf. So, 1000 Nachrichten in Abwesenheit. Ich würde mal sagen, das war eine ganz schöne Finte oder Flaute. Oder eher gesagt, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Weil irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Ich wusste, dass da alles ziemlich voll steht, aber ich dachte, ich räume ein, zwei Sachen weg. So diesen CD-Ständer und eine Lampe. Und dann bin ich irgendwie drin und kann gucken und habe Zugang. Also wirklich komplett Zugang. Aber das ist leider nicht der Fall. Deswegen muss ich dann morgen halt zu gesitteten Zeiten, wo halt hoffentlich alle wach sind, darunter nochmal stiefeln. Wahrscheinlich irgendwann nach der Tafel. Wir sind halt nach der Tafel immer fix und fertig, weil es ja körperlich und irgendwie auch geistig, seelisch anstrengend ist, halt auch so psychisch, weil da herrscht meistens nicht so gute Stimmung, aber kann ich auch irgendwo verstehen, wenn man, wie wir alle, so in Armut lebt, das macht halt nicht so gute Stimmung, kann ich verstehen. Aber eins muss ich dir gerade mal zeigen, meine süßen Katzen, wie sie da gerade ganz schön liegen, und zwar beide auf einen Haufen, und Lillebohr droht gerade, okay, es gibt Stunk. Och Mann, warum musst du immer einen Streit anfangen, Lillebror? Das macht der immer. Guck mal, der ärgert meinen süßen Brixius. Der kann den doch nicht einfach ärgern. Ich liebe Brixius. Das ist mein Seelenkater. Und Lillebror meint halt immer, ihn ärgern zu müssen. Da sagt aber mein Mann immer, der ärgert ihn nicht oder der kämpft nicht mit ihm. Der spielt doch nur. Diese Katze spielt nicht nur, das ist eine Kampfkatze. Herr Lillebror, was sagen Sie denn zu Ihrer Verteidigung dazu, hä? Brixi, letzte Worte für heute? Nein? Okay. Bist du schüchtern? Bist du schüchtern, Brixi? Hä? Schüchtern. Hübschi. Und zu so einer späten Zeit muss ich jetzt auch noch mein Video schneiden. Das läuft seit Vlogmas jetzt die ganze Zeit so, dass ich bis 3 Uhr nachts oder so am PC hänge. Ja, was tut man nicht alles für Vlogmas und dieses Selbstexperiment? Ja, mir geht's schon irgendwie an die Substanz, aber ich versuche, soweit ich kann, das alles zu machen. Und du, Katze, was sagst du dazu, dass die Mama das macht? Papa findet das schon nicht so gut, ne? Naja gut, dann verabschiede ich mich jetzt wieder erstmal bis morgen bei dir, sofern ich das schaffe.
aber ich hoffe doch ja. An dieser Seite verlinke ich dir meine letzten beiden Videos, darunter mein Heilkräuter-Video und ein Vlogmas. Und auf dieser Seite kannst du mich natürlich immer noch kostenlos abonnieren. Das tut auch immer noch nicht weh, wenn du das noch nicht getan hast. Also das tut allgemein nicht weh. Ja, und dann hoffe ich mal bis morgen und ich hoffe, dass ich dann endlich erfolgreich bin mit meiner Weihnachtsdeko-Jagd. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Tschüss!